Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Evil Within 2. Ihr habt es schon gesehen, wir befinden uns im Kapitel 9, ein weiteres Übel. Ich frage mich nur, was dieses Übel ist. In der letzten Folge sind ja ein paar schreckliche Dinge rausgekommen. Wir haben unsere Frau gefunden, Myra. Oder was von ihr übrig ist. Also irgendwie ist sie dieses weiße Schleimmonster. Oder sie kontrolliert es. Was gut ist, wir haben uns endlich von diesem verrückten Fotografen befreit und den über den Jordan geschickt. Dafür ist jetzt hier irgendwie ein Altar aufgebaut mit vielen Kerzen, die ja an sich recht romantisch sind, aber nicht in Bezug auf das, was passiert ist. Naja, gut. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Okay. Ich habe absolut überhaupt nichts mehr. Keine Spritze, wir können uns auch nicht heilen und Kaffee gibt es hier auch keinen. Also falls jetzt irgendwas kommt, dann haben wir ein Problem. Leider Gottes liegt hier jetzt auch nichts rum. Okay, der geht nicht mehr. Aber er läuft. Hey, was war denn das? Aha. Jetzt passiert bestimmt Was gleich ist das? Wo ist der Spiegel? Oh, Spiegel ist auch weg. Oh Gott. Das? Mann! Was war das denn? Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott. Ja, super, es hat gespeichert. Wir haben keine Munition und nichts mehr. Ist das ein Sarg? Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Aha. Oh, die sieht ja irgendwie verbrannt aus. Hier ist das eine Gruft. Ich hoffe, die bleiben liegen. Super. Das Einzige, was wir gekriegt haben, war ein bisschen Schießpulver. Vielleicht hätte ich vorher was herstellen sollen noch oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist es jetzt wieder so ein Verrückter? Munition.
Aha. Oje, oje, oje. Na, jetzt bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Okay, Spritze, die müssen wir aber eigentlich gleich aufbrauchen, weil wir sind so ziemlich tot. Jetzt haben wir wenigstens wieder knapp die Hälfte Leben. Was sind das für Geräusche? Wer schreit denn da so? Oder weint? Das klingt wie eine Frau. Ah! Super. Aha. Folterkammer? Ach du Scheiße. Ja. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Oh. Bei lebendigem Leib verbrannt. Da waren doch vorher irgendwelche... Was? Oh Gott! Was? Wo? Oh je. Ja, was ist denn das? Ah! Nein, mein Gott! Alter! Toll, wieder keine Munition mehr. Selber schuld. Ich habe doch gesehen, dass da ein Bein liegt. Das kommt davon, wenn man immer bloß den Loot sieht. Und dann auch noch sowas von daneben geschossen. Da oben war nochmal eine Tür. Vielleicht fehlt mir da noch ein bisschen Munition oder sowas. Oh Gott. Bist du tot? Was bist du denn? Das ist doch kein normaler Zombie, oder? Kill ihn, kill ihn! Nein! Komm schon! Au! Och nein! Wow, die haben es aber in sich. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, weia, jetzt geht's wieder hier los. Oh, 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 oh. Also, dann sammeln wir schnell alles ein. Da habe ich sogar noch was übersehen, seht ihr? Ja, toll. Harpunenbolzen, die haben wir natürlich voll. Spitzenmäßig. Oh, weia, das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Gut. Willkommen zurück. Sie wollen antworten.
war das? Genau, erst sind wir so rum, dann haben wir alles gelootet. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch wieder genau die gleichen Sachen. Weil sonst kriege ich... Ja, Gott sei Dank, Spritze drin. Sonst kriege ich hier nämlich echt Probleme. Na komm, nimm's. Ach, diesmal bin ich aber echt früh abgedackelt. So, jetzt nehmen wir gleich die richtige. Und dann wechseln wir aber trotzdem mal auf die Harpunerbolzen. Oh Gott, jetzt schreit die Scheiße. Wieder so. Bei lebendigem Leib verbrannt. Eieiei. Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Oh. Habe ich schon auf F rumgehauen wegen Todtreten. Also jetzt müssen wir echt... Da ist nochmal einer. Also müssen wir wirklich, wirklich aufpassen. Und wir müssen jetzt trotzdem nochmal in den Gang kriechen. Wo war denn der? Da unten, glaube ich, oder? Jetzt müssen wir gucken, dass wir den vielleicht irgendwie anders platt machen. Ja, so zum Beispiel. Wieder raus hier. Oh je. Wo ist der? Ich höre ihn doch. Oh, mach das doch leiser. Oh, das klingt nicht gut.
ist er denn? Ich höre den die ganze Zeit. Und da drinnen baumelt irgendwas in so einem Hängekäfig. Auch verbrannt worden. Ja, super. Zwei Stück. Ich bin mir sicher, wenn ich einen abknall, dann kommt der andere angedackelt. Okay. Da ist einer in der anderen. Ich hoffe. Ah, jetzt ist hier zu. Wie macht man die denn auf? Das war eine Statue. Was macht der da? Betet der die an? Ja, jetzt hört er uns sicher. Ach, die sind alle zu. Okay. Aber irgendwie müssen die aufgehen. Bloß wie? Das kann man auch nicht benutzen. Das auch nicht. Boah. Ah, hier ist was. Zum Drehen brauche ich eine Kurbel. Da sind die zwei. Eine Kurbel. Was klopft denn da so? Ach, haut der da mit dem Kopf gegen die Gitterstäbe oder was? In das Gefängniszellen, da liegt auch einer. Boah. Ich schätze mal, wenn wir irgendwas gefunden haben, um die Türen zu öffnen, werden wahrscheinlich alle gleichzeitig aufgehen. Da hockt auch einer. Da auch. Jetzt tu doch nicht so. Ich hätte dich ja rauslassen. Aber das ist zu. Tut mir leid. Ich muss weiter. Ganz dringend, ganz schnell. Ich muss weit weg. Was? Also ich weiß nicht, wieso sind die hier so viele Versteckmöglichkeiten? Jetzt mach doch da hinten nicht so einen Lärm. Kann man überhaupt nicht konzentrieren. Die kann ich wohl benutzen. Oh oh. Wird verwendet, um etwas durch Kurbeln zu öffnen. Was es ist, musst du jedoch selbst herausfinden. Das haben wir ja schon. Kurbel erhalten. Aber was hat es jetzt in Gang gesetzt? Also der klopft noch. Hey, was? Da habe ich doch jetzt was gesehen.
Madonna mia. Alle Zellen offen. Was machst du denn? Geht es bei dem nicht, oder was? Hä? Oh Gott! Stopp! Stopp! Nee, da haben wir auch bloß noch einen. Kann man denn bei dem keinen Schleichangriff machen? Ja, super. Oh Gott. Ah, daneben. Super. Das muss man erst mal hinkriegen. Spitzenmäßig. Ja, ja. Nein. Wo packen denn die ein? Lass mich los. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ich brauche euch nur auf einen Fleck. Habe ich mich bei der Schießerei ja wieder nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Egal, sie sind tot. Wo ist der Harpunerbolzen hingeflogen? Schade, dass man die nicht wieder nehmen kann. Na klar, die sind alle offen. Ich glaube, wir sammeln uns hier erstmal ein bisschen. Und dann muss ich mir überlegen, wie man da weiterkommt, weil sieht wirklich nicht gut aus mit Munition. Ich will auch ehrlich gesagt nicht improvisieren. Das ist so teuer. Das kostet viel mehr an Schießpulver, als wir sonst brauchen würden. Naja, gut. Ich überlege es mir und komme für diese Folge zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Passt auf euch auf und ich sage Tschüss.